L, Jeff am Start und heute zu einem neuen Video. Ja, so schnell kann ein Jahr zu Ende gehen und es war ein wirklich sehr, sehr schönes Jahr. Ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Jahr. Es gab sehr viele schöne Momente in diesem Jahr. Allein bei den Flughäfen, das Hobby Planespotting mit der Band, die Auftritte und viele, viele Sachen mehr. Ich hoffe, ihr hattet auch wirklich schöne Momente in diesem Jahr gehabt. Und jetzt ist es bald soweit. 2024 steht vor der Tür. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, es wird ein gutes Jahr. Und an der Stelle würde ich sagen, wir machen wieder einen kleinen Jahresrückblick. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich werde euch ein paar Bilder einblenden und dazu ein paar kleine Worte verlieren. An der Stelle würde ich sagen, starten wir in den Jahresrückblick. Viel Spaß. Das Jahr 23 hat schon mal ganz gut angefangen mit dem Autoführerschein, den ich im Januar bestanden habe. Dann war aber auch schon wieder die Siersburger Fuppes an der Reihe, wo wir als Omas aufgetreten sind. Kleiner Spoiler. Wir treten am 2. und 3. Februar in Siersburg, das wird die Fuppes, und da treten wir wieder als Omas auf. Wir freuen uns schon sehr drauf. Jedenfalls konnten wir uns auf der Fuppes mal wieder so richtig austoben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten wieder unsere Bühne, unser Programm abziehen auf der Bühne und das hat uns einfach mega viel Spaß gemacht und man konnte sich ganz gut austoben. So, dann als nächstes kam dann das allererste Mal Planespotting in Frankfurt am Main. Das war mega, mega schön. Dann kam aber auch schon wieder in Speyer am Technikmuseum der Pratzeltag mit wunderschönen Lamborghinis, wie man hier erkennen kann. Einfach sehr, sehr schöne Autos. Der Klassiker Ford Mustang darf natürlich auch nicht fehlen. Der hat auch an der Stelle nicht gefehlt. Wunderschönes Auto. Dann ein Mercedes GTR, glaube ich, heißt das Auto. Und noch der Brutus. Genau. Der darf natürlich auch nicht fehlen am Pratzeltag. So, dann kam das Freiwild-Konzert. Einer meiner Lieblingsbands. Wir durften dabei sein. Wir hatten Tickets bekommen in Frankfurt. Wunderschönes Konzert. Ein sehr schöner Moment mit guter Musik, guter Stimmung und ja, gute Gesellschaft. Es war wunderschön. Hier habe ich ein paar Bilder aufgenommen. Und einfach auch ein unvergesslicher Moment. Am Ende des Konzerts habe ich dann noch ein Bild mit dem Freiwild-Truck gemacht. Das war sehr, sehr schön. So, dann kam irgendwie, habe ich Manni Manta getroffen. Das war sehr lustig. Das war in Siersburg beim SR-Fest. So, und dann kamen wieder Bandauftritte. Bandauftritte, auch wieder sehr, sehr schön. Macht uns richtig viel Spaß, vor Publikum mit unserer Musik zu spielen. Einfach, das ist unsere Leidenschaft und wir machen das sehr, sehr gerne. Wir haben hier wieder schöne Auftritte gehabt im Sommer draußen mit vielen Leuten, guter Stimmung. Familie und Freunde waren da, die einen großen Teil dazu beigetragen haben, eine gute Stimmung zu erzeugen. Natürlich waren auch viele andere da, die uns vielleicht nicht kannten, die auch eine wunderbare Stimmung gemacht haben. Dann kam auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schöner Teil für mich. Ich bin das erste Mal eingeladen worden. Und zwar hatte ich da auch beim Gewinnspiel gewonnen, hatte ein Modellflugzeug gewonnen. Und da wurde ich eingeladen, habe eine Führung am Air Rescue von Luxemburg. Hatte ich da eine kleine Führung bekommen auf dem kurzen Vorfeld und noch in den Technikhallen, was wunderschön war. Dann kam der Lufthansa Aviation Day in Speyer. Dazu habe ich jetzt eigentlich nur so ein paar Bilder gemacht. Da habe ich auch ein extra Video dazu gemacht und ja, da gibt es jetzt nicht viel davon. Dann kam die Kirmes in Luxemburg, genau. Und da habe ich auch zwei Bilder jetzt mal hier reingepackt. War auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Dann kam ja, der Tag von der Lufthansa, an dem ich die Einladung von Lufthansa bekommen habe, zur Führung in den Technikhallen. Und wir durften in die Flugzeuge rein, wir durften uns ins Cockpit reinsetzen. Es war wunderschön. Und das gehört auch zum Lufthansa Aviation Day tatsächlich. Denn da hatte ich das ganze Gewinnspiel gewonnen mit ein paar anderen Leuten. Die, wo dabei waren, waren auch sehr, sehr nett, wo man sich echt gut unterhalten konnte oder der ein oder andere Kontakt auch noch bestehen blieb. Sehr schön auf jeden Fall. Hier hatte ich dann ganz normal in der Kabine gesitzt, vom Airbus A321-100 und hier sitzt man im Cockpit des A321. Dann im Airbus A340-600 durften wir uns sogar in die First Class reinsetzen, was für mich ein sehr, sehr schönes Erlebnis ist. Sehr ungewohnt, weil normalerweise könnte ich mir das niemals leisten, in einer First Class zu fliegen. Danke an Lufthansa fürs Möglichmachen. Und genau, hier die 747 und das ist einfach mein Lieblingsflugzeug und genau, hier nochmal die 747-8, in der wir auch im Cockpit waren und oben in der Business Class und sogar vorne an der Nase kurz in der First Class. Da hatte ich aber keine Bilder gemacht in der First Class, warum, weiß ich jetzt auch nicht wirklich, aber dafür hatte ich die am A340 gemacht. Genau, und hier im Cockpit der 747-8, Wahnsinn, ein mega schönes Gefühl, fast in 20 Meter Höhe zu sitzen. Das hier ist die Business Class.
der 747-8. Dann hatten wir danach noch eine Führung bekommen mit dem Bus über den Flughafen, kann man sagen. Und da hat man auch wieder coole Bilder machen können von den ganzen Flugzeugen. Hier eine Sonderlackierung von der Emirates im Airbus A380. Ein ganz, ganz neuer Airbus A330-900 von Condor. Und nochmal ein A330-Neo von Condor. Wunderschön in den Streifen. Dann kam der Tag, wo wir mal ins Rulantica gefahren sind. Das war auch ein sehr, sehr schöner Tag. Hier hatte ich ein paar kleine Bilder gemacht, wie das so ein bisschen aussieht im Rulantica. Und es war einfach wunderschön. Es gab auch ganz gutes Essen. Und die Rutschbahnen waren auch echt der Hammer. Also auch die Außenanlagen, wie man hier auch sehen kann, wunderschön einfach. Und morgens, wie wir dann im Dunkeln angekommen sind, hat man das hier auch wunderschön noch gesehen. Dann mit meinem besten Freund Simon, ihr kennt ihn wahrscheinlich, hatte ich auch noch einen schönen Tag gehabt, dazu gab es auch ein YouTube-Video. Und dann kam auch schon der erste Weihnachtsmarkt in Saarlouis und der war auch einfach sehr, sehr schön. Und ja, ich war glaube ich 4 oder 5 Mal da, aber es war ein wunderschöner Weihnachtsmarkt wie jedes Jahr. Dann kam der Weihnachtsmarkt in Siersburg, auch ein sehr, sehr schöner Weihnachtsmarkt, leider nur einen Tag, aber ich habe den Tag auch sehr genossen. Und es gab auch wieder schöne Momente. Dann kam auch ein Tag, wo ich mich richtig gefreut habe. Die Lumiwings hatte ihre Erstlandung in Saarbrücken aus Tutzlar. Ich wurde eingeladen für den Empfang und durfte sehr, sehr schöne Bilder machen, auf dem Vorfeld sogar. Und wir durften sogar in die Business Lounge von Saarbrücker Flughafen vor dem Abflug. Wir sind aber nicht geflogen. Das ist nur die vor dem Abflug, diese Business Lounge. Ich weiß gerade nicht, wie ich das erklären soll, aber es war einfach ein wunderschöner Tag und ich danke nochmal vielmals für die ganzen Einladungen. Dann ist es wieder soweit. Weihnachten steht kurz vor der Tür und ich hatte meine Weihnachtslandschaft aufgebaut mit dem Tannenbaum und der Krippe. Natürlich mit der Märklin-Modelleisenbahn. Ganz neu dieses Jahr war aber der Coca-Cola Weihnachtstruck, der mir einfach so gut gefallen hat und den ich für einen relativ guten Preis noch bekommen habe, gebraucht. Hier ist nochmal die Märklin-Modelleisenbahn, die jedes Jahr am Start ist im Krippchen. Dann, das war gestern, das war tatsächlich gestern. Ich war im Technikmuseum in Speyer, hatte mir die Mitgliedschaft gegönnt und komme dadurch kostenlos ins Museum, bekomme Rabatte im Museumshop und so weiter. Wunderschön auf jeden Fall. Ich war aber erst später gefahren gegen Mittag, dass ich mal abends da bin. Bis 19 Uhr hat das Museum auf. Ich war, glaube ich, bis 10 vor 7 war ich da und hatte dann auch coole Aufnahmen im Dunkeln gemacht. Und es war auch ein schönes Erlebnis, weil da kaum noch jemand da war um die Uhrzeit. Ich war ganz alleine in der Boeing 747 und auch fast ganz alleine in den ganzen Hallen. Es war wunderschön. Also es hat sich gut geleert, wie es zum Abend zuging. Das ist mein Lieblingsbild. Das hatte ich gestern gemacht. Da funktionieren wirklich noch alle Lichter der 747. Das ist ja wirklich der Hammer, wenn man sich das mal anguckt. In echt hat das natürlich noch viel, viel geiler ausgesehen. Aber es ist einfach wunderschön und ich hatte ein paar coole Aufnahmen dazu hinbekommen. Und ja, es musste auf jeden Fall sein. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich gestern da war. Es war einfach nochmal ein schöner Jahresabschluss. Hier nochmal das Cockpit, was auch noch schön in Blau beleuchtet war. Und kurz vorm Einstieg hatte ich noch ein bisschen das Heck hier fotografiert. Hat für mich auch ganz cool ausgesehen. Und das war's. Ein sehr schönes Jahr. An der Stelle, Leute, ist dieses heutige Video auch zu Ende. Das letzte Video hier auf YouTube für dieses Jahr. Es war sehr, sehr schön. Und vielen, vielen Dank für die Abonnenten, die dazugekommen sind oder auch sogar noch treu geblieben sind. Und vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Aufrufe. Ich wünsche euch allen einen gesunden Start ins neue Jahr 2024. Wir sehen uns wieder bei Alter Frische. Haut rein, Leute, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.